Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pixelmon Let's Play von Minecraft. Wir sind hier im Lager noch und legen ein paar Sachen noch rein. Bacon-Kätzchen habe ich angepflanzt, genau. Und Oleo-Beeren möchte ich noch anpflanzen. Dann gehen wir in das Biom. Savannenbiom, genau. Und in die Wüste. So und so. Wir haben drei, zwei gelesen. Okay, gehen wir kurz zurück. Und die müssen wir hier oben hin tun. So, ein paar Beeren haben wir. Natürlich bringt es nicht so viel, Beeren zu platzieren und zu ernten, weil ja Beeren jetzt nicht unbedingt der Meisterkracher sind. Aber damit man die sieht und so ein bisschen. Jo, können wir sie schon mal platzieren und vielleicht ab und zu mal ernten. So Sachen. Einfach anschauen. Gut, dann haben wir hier also einen Baum. Den muss ich natürlich so fällen, dass er nicht auf uns drauf kracht. Ja. Der geht also meistens wahrscheinlich in die Richtung, wo wir nicht stehen. Einfach nicht reinlaufen, sonst sterben wir wieder. Was sind denn das für Nüsse? Akazien-Samen, okay. Sehr gut. Jo, jetzt schauen wir kurz mal hier uns im Savannenbiom um, was hier für Pokémon gibt. Dort ist irgendwie ein Haus, okay. Und, jo. Oh! Ist das eine Mega-Dimension? Das ist ein Ball. Pokémon-Kiste, genau. Unlichtjuwel. Okay, cool. Wie sieht denn das aus? Schwarz, grau. Nice. Das fühlt sich so geil an mit diesen Bäumen. Ich muss den Mod mehr verwenden. Okay, rote Abikokos. Wir haben, glaube ich, weiße. Wir könnten jetzt Pokebälle machen, oder? Oder brauchen wir nur rote Abikokos? Das ist mal super. Ich habe jetzt leider die Pokémon nicht erhöht, die Anzahl. Das ist jetzt wirklich noch ein bisschen so wenig. Spawns habe ich leider noch nicht gemacht, weil ich es einfach vergessen habe. Im nächsten Part wird es hoffentlich kommen. Ich mache es direkt nach dem Part. Und jetzt sehe ich gerade wirklich gar keine Pokémon. Da unten hätten wir noch ein paar. Sind in Savannen. Okay, Stretan. Wir haben ein Bett. Oh, dieses Schweinchen hier. Ja, Floink. Sie sieht so geil aus irgendwie. Einfach ein schöneres Schwein. Ich finde es sehr geil. Oh, da bin ich ja Fan davon. Das ist aber Level 13, das schaffen wir nicht. Ja, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Also, Pokémon spawnt. Zeigt mir mal ein paar neue Pokémon. Ich glaube, der hier kenne ich. Das ist so eine Koralle, die wie ein rollendes Gras oder so, wie man sagt. Ist Rolling Grass, also rollendes Gras auf Deutsch, sagen wir eigentlich, oder? Und jo, spawnen einfach zu wenig Pokémon. Ich muss den Wert scheinbar schon stark erhöhen. Weil vielleicht auf Servern ist es nicht so gut, wenn so viele Pokémon spawnen. Naja, dort hätten wir noch etwas. Ah, Lezebard, wie es heißt. Kenne ich einfach so vom Sagen, vom Meme und so. Ein paar Bilder. Wie heißt dieses Pokémon denn bitte? Oh, es sind sogar drei. Ja, Elezeber. Habe ich doch gesagt, oder? Genau weiß ich es nicht mehr. Und hier haben wir Nidoran männlich. Auf Level 15. Ach, schade. Passen sich die Pokémon an unsere Pokémon an? Nein, oder? Das habe ich nicht aktiviert. Das geht. Ich habe es doch nicht aktiv. Wie auch immer, ich möchte jetzt gerne hier das Pokémon spawnen. Das muss ich wieder hier ein bisschen warten. Es geht einfach zu langsam, bis Pokémon wirklich spawnen ist. Ja, okay. Kamaup, ja. Knackleon, genau. Also Kamaup war ein Pokémon, das ich gespielt habe. Also ich habe es genommen damals.
Es war ein bisschen zu spät für Feuer-Pokémon ins Team nehmen, aber ich hab's gemacht. Ich habe zwar zuerst Kürtel genommen. Ich habe Kürtel, so ne, Qui oder E. Aber ich habe das nicht gut trainieren können. Es war, wo ist jetzt dieses Haus? Hä? Was ist da? Ah, das ist der Weg. Irgendwo hier war doch ein Haus. Es war für mich ein bisschen zu lahm. Also die Gegner haben es schneller besiegt, als ich angreifen konnte. Können wir kurz Firie bekommen, bitte? Wow, knapper. Okay, das ist eine sehr komische Festung. Also ein Pillager-Posten ist ja easy, aber ich habe doch irgendwo hier etwas Leuchtendes gesehen. War das kein Haus? Hier ist ein Brunnen. Aber ein Brunnen nützt mir nichts. Ich sehe irgendwas, oder? Also man hat hier rüber gesehen. Also hier müsste irgendwo ein Haus sein. Was ist das da? Sind wir ein bisschen. Also wir gehen jetzt nochmals. Was sind das? Ist das so ein. Ist ein Golem oder so etwas? Okay. Humanoid. Ja, ein Menschen. Menschenstein sozusagen. Hier ist auch wieder ein Brunnen. Was ist denn in den Brunnen denn drin? Also es gibt den Mythos, ich weiß nicht, ob er stimmt, aber dass immer ein Stollen unter einem Wüstenbrunnen ist. Ist ja cool. Es ist ein Dungeon geworden? Ist es von Pixelmon? Wahrscheinlich schon. Ah, stimmt, das habe ich das letzte Mal auch so gehabt. Okay, klar. Okay, ich nehme die Sachen aber nicht mit. Ich will noch ein bisschen mehr umherreisen. Ein Gegenstand, der von einem Pokémon getragen werden kann. Dieses Stirnband verstärkt physische Attacken etwas. Dann gebe ich das ihm. Ja. Kann ich das? Ja, umtauschen. Sehr gut. So, und diese Sachen nehme ich dann auch mal mit. Aber nicht jetzt. So, wenn wir ein bisschen weiter wechseln. Und jetzt gehe ich einfach zum anderen Brunnen dann noch, aber zuerst zu diesem Haus. Es müsste ein Haus gewesen sein, es müsste hinter diesem einen Berg dort sein. Aber ja, wir haben ja genug Wissen. Kapsakind, ein kleines Kind, das ist wie eine Pflanze oder so, eine Kapsel. Okay. Ich finde es cool, dass Pokémon manchmal Namen haben, die etwas beschreiben. Also Kapsa, Kapsel und Kind, Kind. Aber manchmal passt es auch nicht oder ist auch manchmal merkwürdig. Also ich hätte lieber nicht wissenschaftlichere Namen, sondern eher so ein bisschen lustige Namen. Also Markamba ist aber Mara, Mara. Was ist Mara? Was ist Kamba? Keine Ahnung. Hätte ich gerne genommen, ist aber auch zu hochlevelig. Und es ist schon wieder ein Pflanzen-Pokémon. Ich habe ja schon zwei. Ja, Knofenser wird leider wahrscheinlich aus dem Team fliegen, klar. Wir haben ja Bautz. Aber wir wollen ja der beste Trainer werden und nicht der eine, der nur Pflanzen-Pokémon einsetzt. Also ich sehe wirklich hier nichts. Ich weiß nicht, was geleuchtet hat in der Nacht. Vielleicht war dort ein Pokémon, das irgendwie geleuchtet hat oder sonst irgendwas. Ich sehe nichts hier. Ja, und die Wüste ist schon recht groß. Also groß nicht, aber weitläufig. Also schade, jetzt nicht unbedingt. Oder war das hier oben? Kann das sein? Was ist das? Blickle. Was ist das? Von diesen Geishas, die haben so komische Hüte. Also für die Haare so eine Art Kappe. Nur für ein bisschen ein Haarbüschel oder so. Eine Kappe. Das ist es, glaube ich. Sehr interessant. Kennen wir natürlich hier in Europa nicht. Aber es sind viele Pokémon asiatisches Ursprungs. Ich habe es aber nicht so richtig gesagt. Asiatischem Ursprungs. Genauso. Also diesen haben wir genommen. Dort ist auch noch ein Brunnen und hier auch noch ein Brunnen. Okay. Sie sind also zahlreiche.
Ich denke, wir gehen zum Portal und dann zum Turm. Machen wir ein bisschen Zickzack. Oder lohnt sich's nochmals ins Mesobiom zu gehen? Nein, wir gehen dort zur Stadt dann. Okay. Also. Ich habe jetzt extra eben auch vor, weniger Items schon mal mitzunehmen. Wir werden vielleicht auch nochmal hier die Gegend erkunden. Schwächenschutz. Erhöht den Angriff und den Spezialangriff des Trägers stark, wenn er von einer sehr effektiven Attacke getroffen wird. Okay, Woli. Ich muss dich mehr trainieren, aber zuerst will ich den Stein trainieren. Woli, du bist unser Meister-Pokémon. Mit deiner Ram-Attacke wirst du jeden Gegner töten. Direkt. Töten, nicht bewusstlos machen. Töten. So. Okay, geil. Ich bin froh, wieder mal ein Pixelmon-Let's Play zu machen. Echt mega froh. Eine Palme? Das ist wahrscheinlich ein Tropenbaum, der einfach irgendwas beinhaltet. Reparaturbeinschienen, wie wunderbar. Brauchen wir direkt. Ja, die können wir noch nicht einsammeln. Nehmen wir noch den Stein hier mit. Haben wir noch mehr von diesen Platten? Ja. Diese Slabs, die brauchen wir. So, die sehen nämlich schön aus. Ich bin so erfreut, dass so moosige auch irgendwelche, ja, dreckigen Steine, also irgendwelche Blöcke wirklich sehr schön aussehen in Minecraft. Die stören da nicht so wie im Real Life. Habe ich irgendwie gerne. Befleckte Steine. Ah, das ist hier beim Brunnen gewesen. Eine Bank. Ah. Für was ist dieses Zeichen hier? Ah, eine Kiste. Aufwecker, okay. Supertrank. Und Wiederball. Wiederbeile sind halt nicht so fest nötig, weil man nicht immer wieder das Pokémon fangen möchte. Also hier. Nein, hier waren wir noch nicht in diesem Bann. Hä? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Ja, noch nicht hier. Boah, es nützt einfach manchmal nochmals zu gucken. Es war ein anderer Brunnen. Okay, dann gehen wir zum Turm und dann ins Dorf. Ja, ist auch schon bald wieder Nacht. Ja. Oh, ein Dick da. Hast du irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mit Level 7. Nein. Ich möchte den Diggler fangen, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so Fan von diesem Pokémon. Ich will ja starke Pokémon haben und nicht irgendwelche, die nur einmal sich entwickeln können. Das hat, glaube ich, eine Mega-Entwicklung oder eine Galar-Form oder so eine Alola-Form. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Auf jeden Fall müssen wir dann mal schauen. Übrigens bin ich immer noch am Schauen, ob es Shinies gibt, also Shinies überhaupt sind, weil ich bin Fan von Shinies. Ich bin eigentlich immer so einer, der diese Pokémon einfach vorzieht, wenn ich sie schon habe. Ist natürlich schwer, aber dennoch, es macht wie das Pokémon-Jagen natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Ich mag Herausforderungen. So, ja, dann machen wir hier doch mal. Was ist ein Plünder? Eins. Also, wenn wir voll sind, wir machen einfach das, weil es gibt keine Backpacks. Ich muss jetzt momentan schon schauen, dass ich da nicht immer voll bin, damit ich euch auch ja besser Gameplay zeigen können. Gold. So. Okay, Wiederbälle haben wir schon mal gefunden.
Unlichtjuwel. Alt, heller. Silizium. Das ist mal die Axt. Nein, die Axt nicht. Superzänke. Und irgendwas, ein Item habe ich da gesehen. Okay. Das Item, das Item. Kürze können wir auch hier rein tun. So, also wir haben Aprikokos. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen. Diese Aprikokos anpflanzen. Und rote Aprikokos. So. Ja, wir haben keine Axt mehr. Was bist denn du hier? Bist ein Trainer? Level 15 Trainer. Okay. So. Also wir haben blaue Apikokos noch nicht. Wir haben hier schwarze. Und dort weiß ich nicht, was das für eine Farbe ist. Schon wieder so ein Stop. Okay. Gehen wir kurz. Wir haben hier nämlich auch blaue. Ah ja, das ist ja der blaue. Was ist denn das? Eine Fabrik? Lol. Meine Güte, bin ich motiviert, ey. Ah. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Ey. Manchmal ist einfach zu viel Plunder drin. Ja, so kommt man aber auch mehr an so Items ran, die nicht so gehen. Ein Webstuhl, den nehme ich mit. So. Also, die Fabrik machen wir dann am Schluss nach dem Dorf. Wir schlafen jetzt erstmal. Ich will nämlich hier schauen, wieder, was wir für Pokémon spawnen. Weil meistens spawnen halt einfach noch Pokémon in der Nacht. Da zum Beispiel. Okay, du bist rot. Nein, du bist grau oder schwarz. Du hast. Oh, was ist das? Ein Elefant. Du bist weiß. Okay. Weiße Aprikokos. Haben wir doch schon, oder? Ich glaube, weiße haben wir schon gesammelt. Gut, nehmen wir nochmal mit. Okay, weil wir jetzt nicht beim Dorf sind. Ah ja, wir wollten in der Domsitz, genau. Aber das Dorf machen wir trotzdem. Wir machen so einen kleinen Bogen. Hey, sieht der Baum fantastisch aus. Boah, so viele Äste. Mega geil. Also, Mojang, du hast etwas zu tun, ja? Liebes Team, mach doch auch so schöne Bäume endlich. Aha. Das will ich eigentlich nicht. Ach komm, man läuft manchmal zu weit. So. Ja. Okay. So. Oh, schön hier. Kampfjuwele. Normaljuwele. Und alter Taler, okay. Oh, wie ist das Inventar wohl? Krass. Und hier. Nidorina ist zu hoch. Ich gehe kurz zu diesem Stop hier rüber. Ich dachte, das wäre ein Dorf, aber es ist sozusagen immer nur diese doofen Stops. Naja, sie sind auch etwas wert, weil sie eine Truhe haben, aber. Es ist zu wenig, hier ist auch weiß. Boah, krass. Also Leute, ich muss unbedingt auch Opti-Fan sehen. Es leckt manchmal echt. Ist irgendwie so. Ziemlich jetzt gerade anspruchsvoll für das Game. Naja. Das sind Sachen, die kann man halt in einem Modpack nicht immer so schnell ausprobieren. Sehen.
glaube, so Safari-Bälle, die brauche ich einfach nicht. Das ist das Feuer, das knistert. Okay. Also hier haben wir keine. Oh. Hier haben wir keine Kiste. Nur ein Fass gehabt. So, okay. Rot, was ist das dort? Ich habe einen Zoom. Das ist blau, ja. Aber das da am Boden könnte. Also noch ein Rot. Oh. Und dorthin ist auch in. Nein, das ist ein Bäume. Okay. Also das ist eine geile Stadt, ey. Oh. Das war, da habe ich jetzt wieder Spaß dran, hä? Ich habe irgendwas gesehen hier leuchten oder so. Nee. Ah, okay. Das sind die Dinge, die runterkommen. Die Blätter. Dort ist jemand. Wer ist das? Wer bist du hier? Du bist nichts. Liam, okay. Ich werde heute zu den Aktivitäten nach der Schule gehen. Ich kann es kaum erwarten, dass der Unterricht vorbei ist. Jo, ich habe auch echt Lust. Die laufende Zeit, das Ausweiten der ausweitende Weltraum. Also es sind mein nächstes, also später, okay, eines Tages. Ja, Jumper, du bist der Hotdog, oder? Bist du Hotdog? Sieht aus wie Hotdog. Du bist ein Hotdog. Steinwurf! Macht Schaden. Wangenruppler. Nein, ich bin paralysiert. Bis Steinwurf. Nein, nicht Biss. Normale Pokéball. Komm, wir probieren's. Ich will einen Hotdog haben und jetzt nutzt den schlechtesten. Was macht die Kamera eigentlich? Ja. Es hat sich gelohnt. Ein bisschen riskant. Schön. Also, unser nächstes Familienmitglied. Hui, nie dran. Lebensschuss. Sollte eigentlich einer sein. Okay, ist paralysiert. Sehr effektiv. Ui. Uferkraut. Also, wir müssen kurz nochmals zurückgehen. Und uns ausladen. Ausladen macht so Spaß. Macht so Spaß. Wieso habe ich hier Fisch drin? Trinke kann ich hier. Was haben wir sonst noch? Seenfackeln. Glas. Wandschnitt. Das hier rein. Das hier Juwelen. Sehr gut. Sonst. Nicht so viel. Also hier kommen die Sachen rein. Und alte Taler könnte eigentlich noch hier. Ja, das Fleisch. Fleisch machen wir hier oben hin. Eisheiler und so. Aufwecker, Uferkraut. Also dann machen wir noch mehr Kisten. Das können wir sonst nicht so sortieren hier. Eine Doppelkiste für Pokémon-Items am besten. Also, dann haben wir hier mehr Pokémon-Items. Ich denke, Pokébälle tue ich jetzt rein. Nein, nein, noch. Ich werde sie aufbauen. Noch nicht. So, und ein Goldblock, der kann eigentlich hier rein. Das ist etwas Besonderes. Fisch und so können wir hier rüber. Haben wir hier noch Fische irgendwo? Nö. Hier haben wir Fische. Also, dann machen wir doch mal hier einen Baum, hier einen Baum und hier oben einen Baum. Oh, die schon wachsen.
Gut, wir haben ja keine Axt, wir müssen noch eine craften. Du gehörst hier hin. Jetzt machen wir kurz eine neue Axt. Aber fällen jetzt noch nicht diese Bäume natürlich. Keine Lust. Ich habe keine Lust. Mich zu massakrieren. Keine Lust, dich. So, nein. Das hier. So, ja. Gehen wir zuerst in dieses. Das ist eine Schule. Das ist definitiv eine Schule mit Sandburg. Wie geil! Jetzt haben wir unseren Spaß. Ah, ja, die brauche ich. Geil! Ich habe einen Spielplatz. Ich kann es aber nicht benutzen. Hallo. Guten Morgen. Ich habe von diesem Team Aqua und Team Magma Reversierung gehört und bin der Meinung, dass es da gelb wird. Es sollte ein gelbes Team geben. Game Donner. Mit Pikachus. So. Pumpkinbär. Topo Berry Blätter. Berry Lock. Okay. Oh, das gibt keine Frucht. Ich hätte irgendwie rechtsklicken sollen. Kann das sein? Okay, beim nächsten Mal unbedingt schauen, ob sie reif sind und rechtsklicken. So. So, du hast ein Pokémon für mich gekauft. Oder hast du ein Pokémon gekauft, das Pikachu gekauft, meine ich? Ich habe die 8. Generation. Meine persische, weiß nicht was. A5. Wollen 5? Okay, ich warte einfach. Schade, dass es nicht auf Deutsch übersetzt ist. Ich kann nicht so gut Englisch. Ich habe meinen Sprungtritt zur Perfektion gebracht. Ich kann so weit springen, dass du schwörst, ich lande nie mehr. Ja! Oh ja, du bist weit gehüpft. Wunderbar. Haben wir das Fleisch eingesammelt? Okay, dann gehen wir noch kurz das Fleisch einsammeln. Ich muss unbedingt Fleisch. Ich weiß nicht, aber das Spiel. Ja, macht es uns schon ein bisschen schwierig, so an Rohstoffe zu kommen, wie im Hauptspiel. Also ich will so Items, die man jetzt nicht unbedingt nur durch Pokémon-Keys und so bekommt, halt schon besitzen und einsammeln. Also die sind ja nicht reif. Gehen wir mal in die Schule und Verkäufer. Hallo und willkommen im Pokémon-Markt. Ich habe hier Bahn, also wirklich. Ja, lähmende Auswahl an Essens-Item. Gegenständen. Brauche ich die? Brauche ich die? Oder? Ich habe kein Geld. Oh, Flottball. Okay. Zuerst mal an Items kommen, die ich verkaufen möchte. So. Kannst du 5 verschiedene Pokémon für mich fangen? Für mich besiegen, okay. So, ich schreibe dir die Pokémon-Arten auf. So, wir haben ja mal eine Quest bekommen. Und jetzt müssen wir kurz schauen. Hier Quests. Okay. Ich habe eine andere Taste. Was mache ich jetzt hin? Einen Rahmen. Ich habe irgendwie die Auswahl zwischen den Quests vergessen. Gucken wir mal kurz. Nein, nicht. So. Ja, und müssen so langsam Pause machen. Einen Part beenden. Ich schaue noch kurz und ihr dürft gerne auch aussteigen jetzt. Quest UIQ, hä? Quest schon ein- und ausstellen. Okay, besiege ein Wheelie. Das ist ein Wheelie. Damhirplex weiß ich, das ist der Hirsch.
aus der dritten Generation. Nein, der zweiten Generation. Agrostella kenne ich nicht. Greffeirei kenne ich nicht. Girafarge ist aus der zweiten Generation. Dr. Wu, having used a healer in a Pokémon Center, if it's time to create your own. Okay. Wir müssen einen Heiler, Pokémon-Heiler erstellen und ihn benutzen, bevor wir jetzt einen selber herstellen können. Brock möchte ein paar Pokémon-Typ-Käfer besiegen. Und wo ist Brock gewesen? Okay. Der erste Schritt, um einen guten Pokémon-Trainer zu werden, ist es, selber Pokémon zu Pokébälle zu erstellen. Ja, okay, das mache ich dann. So, und die andere Taste geht nicht. Okay. Ich wollte eigentlich wieder hier noch kurz schauen. Und 7 Stundenglas. Easy 7 Stundenglas. Überschwingt 25% des Times für eine Pokémon der Zuchtstation. Oh, krass. Aha. Cool. Brandes Gras. Grüne Bärenfalte. Gelbe Bärenfalte. Geile Sachen. Also das Pixel, der Pixelmon-Mod ist viel größer geworden. Geil. Boah. Also machen wir den nächsten Part. Gut. Eine Schallplatte. Geil. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten. Tschüss.